Hallo liebe Bonsai-Freunde, hier ist wieder Fritz, euer Bonsai-Bro, live mit Martin und da ist mein Abi Mauro von der Bonsai-Trophy hier in Belgien, größte Ausstellung in ganz Europa. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, hoffentlich vergesse ich nicht zu filmen, aber es ist wirklich insane. Ich bin zum ersten Mal hier, also es ist geisteskrank, so viele Bäume, so viele Schalen, so viele Tische. Ich bin völlig reizüberflutet, ich mache euch vielleicht mal ein paar Eindrücke. Und wenn später ein bisschen ruhiger ist, filme ich ein bisschen mehr für euch. Bleibt dran. Also wie gesagt, ich bin vorhin erst angekommen, reizüberflutet. Hier gibt es mehrere Hallen, wirklich allem, was das Herz begehrt. Also wirklich auch dieser Hardcore-Stuff wie so Präsentationstische, alle Werkzeuge, hunderttausende Bäume. Alle Enthusiasten sind hier versammelt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Wie gesagt, ich war noch nicht mal in der Ausstellungsbereich. Es gibt ja noch eine richtige Ausstellung. Da gibt es wirklich alles, 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 was das Herz begehrt. Ich mache mal ein paar Videos und zeige euch, was es hier so Schönes gibt. Hier auf der Seite sind diese ganzen Platten für die Präsentation. Jede Menge Werkzeuge, Fräswerkzeuge. Und hier finden wir schon mal ein paar Bäume. Hier ist der Ausstellungsbereich von David Benavente. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und wirklich top, top, top Qualität Bäume. Das Beste, was es in Europa gibt. Und ein Highlight jagt das nächste hier. Rohmaterial, Bäume. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, man kann gar nicht sich auf einen Baum konzentrieren hier. Und von so Ständen in der Qualität gibt es hier jede Menge. Hier geht es weiter. Kensho Bonsai Studio kennt man auch. Von hier Rohmaterial bis sehr entwickelte Bäume, wirklich alles, was das Herz begehrt, der absolute Wahnsinn. Man kann wirklich gar nicht alles. Guckt euch mal diese Blüte an hier von der Blumenfuge. Absoluter Wahnsinn, alles, was das Herz begehrt. Man kann, weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Leute, 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 ich bin jetzt im Ausstellungsbereich, der absolute Wahnsinn. Ich filme euch mal ein paar Eindrücke, vielleicht kann ich über ein, zwei Bäume auch ein bisschen reden. Man darf nicht jeden Baum fotografieren, aber die meisten schon, also wird schon gehen. Hier sehen wir schon mal einen Wald, Waldgestaltung auf dem Felsen. Für die Ausstellung ist natürlich alles clean, kein brauner Ast. Top Quality, das sind bestimmt, ich habe nicht gezählt, 20 Bäume. Absoluter Wahnsinn. High Quality, die gesamte Komposition. Sehr schön gestaged hier auf diesem flachen Holztablett. Sehr schön belichtet, also hier passt wirklich alles. Alle Bäume hier von der Seite, hier ist noch eine Wahnsinns-Wacholder. Man kann hier sehen, Yamadori, also selbst ausgegraben. Japanisch. Yamadori, also ja, chinesischer Wacholder. Wahnsinn, sehr elegant in diesem kleinen Topf, in diesem natürlich aussehenden Topf. Top Quality und alle Bäume hier auf der Seite sind nur von einem Sammler. Die sind auch gar nicht in der Competition hier, sondern nur von einem Sammler. Durch dieses elegante Totholz hier unten, diese Spitze sehr natürlich, die elegante Bewegung. Und ich bin ja großer Fan von eleganten Nadelbäumen, Laub. Und da ist auch wieder für mich auf jeden Fall was dabei bei dem Kollegen hier. Hier haben wir eine Pseudosidonia sinensis, chinesische Holzquitte, einer meiner Lieblingslaubbäume. Schaut euch mal diese Rinde an mit den verschiedenen Platten, wunderschön. Der Pott ist wirklich, der Topf ist perfekt für diesen Baum gemacht. Und das ist wirklich high, high class. Ich liebe diese Spezies wegen der Rinde, wegen den Blumen, wegen den Früchten und wegen der Herbstfärbung. Eine meiner absoluten Lieblingsspezies. Und das hier ist ein absolut toller Vertreter für diese Spezies. Hier noch ein anderes kleines Highlight. Man könnte hier denken, eine Eibe oder ein Wacholder, aber es ist einfach ein Rosmarin-Bonsai. Sehr, sehr besonders. Rosmarin sehr schwer als Bonsai zu verarbeiten, weil das Holz wirklich unfassbar spröde ist. Das bricht sehr, sehr schnell durch und der reagiert auch nicht so gut immer auf die Schnitte. Und hier so einen Rosmarin-Bonsai hinzubekommen, ist eine unfassbare Leistung. Sehr gesund. Wir sehen hier schon die ersten kleinen Blumen als kleines Detail. Absoluter Wahnsinn. Also wirklich riesen, riesen Leistung.
mit dem Totholz, mit dieser Lebensader hier von Rosmarin, das hinzubekommen, so eine Krone hinzubekommen, so eine Bewegung in den Ästen, unfassbar auf jeden Fall, richtig, richtig stark, richtig besonderer Bonsai, die Spezies Rosmarin. Hier noch ein weiterer von meinen Lieblingsspezies, Granatapfel. Lieblingsspezies wegen diesem sich drehenden Stamm, den man hier unten sieht. Wunderschöner hellblauer Topf. Die ganze Komposition gefällt mir gut. Mit diesem kleinen Tisch und diesem Beistellakzent-Figürchen. Nur dieser Baum ist halt sehr klassisch japanisch auf die Feinverzweigung wirklich bis zum Limit gepusht. Im Sommer wird man leider nichts mehr von dem Baum sehen, weil der halt so eine dichte Krone hat. Und auch so sieht man jetzt fast wegen der dichten Krone den Stamm kaum noch. Das wäre jetzt nicht so ganz mein Stil, das ist so der japanische Stil, um technisch wirklich die Feinverzweigung zum Maximum auszureizen. Aber trotzdem natürlich ein unfassbar schöner Baum. So Leute, es ist Tag 2. Ich habe gestern vergessen zu filmen, heute ist aber noch nicht so viel passiert. Gestern war ein bisschen länger der Abend. Ich war auf dem Gala-Dinner auch noch, da wurden die Preise verliehen. Der Maurer hat viele Preise abgestaubt, das hat mich gefreut für ihn. Ich habe auch was Kleines abgestaubt von den koreanischen Gästen, war sehr lustig, die waren sehr lustig drauf. War auf jeden Fall ein schöner Abend. Und heute bin ich, wie gesagt, hauptsächlich auf der Suche. Ich war gestern intensiver auf der Ausstellung, habe mir die Demos angeguckt. Also ist heute für mich der Fokus hier im Händlerbereich. Wir sind auch natürlich unfassbar schöne Bäume, kann man viel Inspiration sammeln. Aber ich bin auch auf der Suche nach was zum Kaufen. Ich habe auch schon ein paar Kandidaten entdeckt. Es gibt einen Baum, der wurde mir angeboten, einen riesen Mammutbaum für 350 Euro. Ich würde den direkt kaufen, direkt, direkt, direkt. Aber ich krieg den nicht nach Hause. Das ist mein großes Problem. Hätte ich einen Transporter, der Baum wäre schon bei mir im Garten. Aber habe ich leider nicht. Jetzt bin ich jetzt weiter auf der Suche, vielleicht nach was anderem, kleinerem. Aber dieser riesen Mammutbaum für den guten Preis, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf, Leute. Was soll ich machen? Und im Vergleich zu dem sieht doch jeder andere Deal scheiße aus. Denke ich mir, boah, nee. Und das wäre genau was, weil der ist noch nicht so weit entwickelt. Da hätte es noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Das heißt, ich kann dem noch richtig meinen Touch geben. Ist noch nicht so weit entwickelt, aber sehr guter Preis für diese Riesenpflanze. 350 Euro. Das hätte ich schon gerne. Aber ich glaube, es scheitert wirklich am Transport. Ich glaube, es ist wirklich einfach unmöglich für mich. Naja, wir werden es weiter sehen. Leute, ich habe wieder vergessen, euch mitzunehmen, euch zwischendurch auch den Baum zu zeigen, den ich kaufen wollte, die anderen, die ich auch so überlegt hatte zu kaufen. Es ist da immer ein bisschen unangenehm auch zu filmen, weil da sind so viele andere Leute, mir macht es eigentlich nichts aus, ihr kennt mich, aber wenn man sich dann auch was anguckt, was analysiert, dann da mit der Kamera stehen so viele Leute und ich möchte das ja auch manchmal für mich einfach ein bisschen durchgucken und ein bisschen überlegen und das ist immer, tut mir leid, dass ich euch manchmal vergessen habe beim Film, long story short. Aber Leute, jetzt kommt der spaßige Teil. Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen riesen Mammutbaum, diese riesen Metasequoia für 375 Euro zu kaufen und auch zu transportieren. Der Preis war nicht das Problem, mit dem war ich zufrieden, aber der Transport war das Problem. Und ich habe jetzt meinen Kollege Vlado, den könnt ihr vielleicht noch aus meinem Bonsai Intensive Video von Mauro Komorebi Bonsai, checkt den auch auf jeden Fall aus, wirklich toller Bonsai-Künstler aus der Slowakei mit sehr, sehr High-Class-Bäumen. Ich glaube, seine Internetseite geht im Mai online und da könnt ihr auf jeden Fall auch
für gute Preise Bäume kriegen. Er hat ein Riesenfeld mit tollem Material, also Komorebi Bonsai auf jeden Fall gute Adresse, vergesst die nicht. Und der hat ein Auto gemietet, weil der hat selber ein paar Bäume dabei und er fährt weiter zum Mauro in die Februar Intensive Class. Und da haben wir jetzt meinen Kollegen auch untergebracht. So sieht das ganze Auto aus. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Also, es war ganz schönes Tetris-Spielen. Alles hier mit Styroporblöcken abgesichert. Das ist Vlados Eiche, noch eine Buche, noch eine Lärche. Hier ist mein Metasequoia Mammutbaum. Ein Riesenteil, tolle Transition nach oben. Der eine von denen ist tot, der hier ist tot. Oder der lebt und hier kommt ein neuer, der lebt, der ist tot, hier kommt ein neuer Shoot raus. Das hier wird wahrscheinlich abgemacht, damit man einen sauberen Übergang nach oben hat. Ja, ich zeige euch den nochmal in Ruhe, in voller Pracht. Jetzt im Auto kommt er nicht so durch, aber es ist ein riesen Teil. Besondere Art in Europa gibt es nicht so oft. Auch sehr großzügig, lässt sich super zum Bonsai verarbeiten, weil der ist wirklich, kann man schneiden, alles mitmachen, muss man halt nur sehr viel gießen. Aber den zeige ich euch nachher nochmal und ich bin sehr glücklich mit meinem Kauf. Ja, und jetzt noch als kleines Wrap-up hier vom Parkplatz. Das war wirklich ein tolles Wochenende mit viel Bonsai, viele Erfahrungen, viele Leute kennengelernt. Ich habe auch mal ein paar Leute getroffen, die in Deutschland so Bonsai machen. My Trees in the Pot zum Beispiel, unser Bonsai-Kollege aus dem Ruhrpott, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht. Und noch mit vielen anderen Leuten, meine Freunde von der Bonsai-Museum Düsseldorf und so weiter und so fort. Mauro und die ganzen Leute wieder gesehen. Ist immer sehr schön. Ich mache das Bonsai ja auch immer so ein bisschen für mich da in meinem Garten in Köln. War sehr schön, sich auszutauschen. Ich war gestern lange auch mit meinem Kumpel Vlado in der Ausstellung unterwegs. Wir haben die Bäume wirklich analysiert und gesagt, was uns gut gefällt, was wir vielleicht ändern würden. Und wirklich auch dieser Austausch, das hat richtig Spaß gemacht. Es war aber auch anstrengend. Also sehr viele Eindrücke, sehr viele Bäume. Ich konnte jetzt am Schluss nochmal durch den Händlerbereich gelaufen und ich war auch dann ein bisschen reizüberflutet wieder. Dann dachte ich, ja, noch ein wunderschöner Baum und noch ein schöner Topf. Man wusste gar nicht, wo man hingucken soll. Das war sehr viel, aber für ein Wochenende genau das Richtige, sich mal schön inspirieren zu lassen und jetzt schön die Wachstumssaison mit diesen ganzen neuen Eindrücken zu starten. Ich halte euch auf jeden Fall bei meinen neuen Projekten auf dem Laufenden und ich würde einfach mal sagen,